Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir GeoGuessr. Letztes Mal waren wir im Duell. Deswegen geht's wie immer jetzt ins Distance Battle Royale. Und wir legen direkt los. So, jetzt ist hier so untereinander. Müsste eigentlich auch gleich irgendwann mal meinen Charakter auch mal umdesignen. Ja, einfach den Standard. Ja, die haben auch so Fotos von sich. Müsste dann auch von. Weiß nicht, irgendwem nehmen. Jetzt gehen wir in die erste Runde rein. Oh nee, sowas hasse ich ja. Mitten im Nirgendwo, wo man nichts sieht. Weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Das weiß anscheinend noch keiner. Okay, jetzt haben wir erstmal welche gegessen. Ich habe einen ganz verrückten Guess. Gehe nochmal einen weiter, ob hier irgendwas steht. Sieht mir irgendwie ein bisschen griechisch aus. Ich sage einfach Griechenland. Oh mein Gott, es ist Griechenland. Ich bin am nächsten dran. Wie geil. Einfach der Einzige in Griechenland. Bin ich gut? Die haben jetzt alle Angst vor mir. Geil. Nordamerika. Na gut. Puerto La Palma. Was ist denn das hier für ein nerviger Fleck? Hätte er nicht vorher mal die Linse sauber machen können? Also, La Palma ist ja Malle, oder nicht? Aber steht eine Internetadresse. CT, was ist CT? T, was ist das? Das zweite gibt kein T. Ich weiß auch nicht, was Golat da ist. CL. Das ist ein CL. Ein CL. Ein CL? Kolumbien? Nee, ne? Bin mittendrin irgendwo, es reicht mir. CL ist Chile, okay. Und ja, dann hätte ich auch Golat da gewusst, aber. CL, Chile, okay, ja, da gibt es den CA, ist ja schon belegt, ne? Hätte ich eigentlich drauf kommen können. Oh mein Gott. Jetzt sind wir mitten im Nirgendwo. Muss ich einfach Erdkunde, Geografie studiert haben, um wissen, wo ich bin. Mit den Bäumen, der Bäume, der Wiese. Weil ich hier noch irgendwo Tiere sehe, was unwahrscheinlich ist. Ach, das ist ja ein geiler Wegweiser. Steht hier noch so? Ach, gar nichts. Ach mein Gott, und die tippen wieder irgendwas. Es sieht aber auch nicht irgendwie nach Afrika aus, finde ich. Aber dass Afrika genau in der Mitte ist, ist hier einfach mal Afrika. Okay, ich bin übel weit weg, aber näher ist manch anderer. Soll ich nochmal umgessen? Lukas kann nicht mehr tippen. Also bin ich weiter. Oh, Afrika. Oh mein Gott, ich hätte mich einfach nur weiter weggetippt. Es war Tini. Ja, wo denn das Wissen wieder? Ich war sogar nicht schlecht. Na gut, so schlecht war ich einfach nicht. Muss ich mich auch mal selber loben. Gucken wir mal hier. Ist auf jeden Fall Rechtsverkehr. Sieht irgendwie dieses Schilder. Diese Verkehrsschilder sind irgendwie so Spanien. Ähnlich. So stehe ich, so sehe ich immer spanische Verkehrszeichen. Oh. Da nicht.
Also es ist irgendein nordeuropäisches Land. Ich weiß nur leider noch nicht welches. Gott, das ist mir jetzt so hoher Druck. Schweden. Okay, ich bin gut nah dran, aber. Oh, war Norwegen und zwar genau Oslo, Alter. Dann will ich einmal zu Schweden Stockholm nehmen und dann ist es Oslo. In Niederlanden ist man dann raus, dann. Verdienterweise. Okay, was steht hier? Ach du grüne Neune. Was steht da drunter? Villa Resort. Ach, hier steht ja auch was. Country Resort. Gehen wir mal in die Richtung vom Country Resort, oder? Der ist hier so verarscht, hier ist gar kein Country Resort gleich. 5 Kilometer ist natürlich auch eine Strecke, ne? Muss man auch mal merken. Ich habe auch gar nicht so darauf geachtet, welche Sprache das jetzt war. War Spanisch, oder? Oder Italienisch? Auf jeden Fall muss ich gleich Gelsen schauen. Und ich finde, es sieht von der Vegetation eher so eher Spanien auskommen. Nein, es war Italien. Und nur weil ich so weit links in Spanien nicht mehr. Och Mann, hätte ich hier gemacht, wäre ich weiter. Legen geht nicht. Och Mann. Ist das nervig. Es war so knapp. Dann gehen wir ins Quiz. Maps, Maps, Maps. Ja, spielen wir das Vorgestellte. Ach Mann. Schade. Let's start off with some borders when you. Close your eyes, can you see the map correctly? Yes. Was muss ich machen? Which one of these countries does not... Kolumbien. Was? Chile nicht? Okay. Schon mal. Which one of these countries does not border to the Black Sea? Ukraine? Alter, ich nehme mal das falsch, es kann nicht wahr sein. Landlocked or not? Quick round. Are the following five countries landlocked or not? Meaning that the country doesn't have a coastline. Weiß ich doch nicht. No. Wir haben natürlich haben die Wasser. War so halb geraten. 50-50. Serbia landlocked, yes. Alles sehr wieder einfach. Ist Slowakei landlocked? Ja, bin ich gut drauf, ey. Jetzt als nächstes Albanien, bestimmt noch. Ah. So gut in dem Spiel. Jetzt kommt Deutschland. Poland. Nein, nein, oh mein Gott. Ich würde ja, da ist Wasser dran sagen. Oh Mann. Hürde. See what you bought, size of the world. Okay. Wir gehen jetzt hier viel zu schnell durch. Wir können gleich noch. Which the last country jetzt. Is through. Scheiße. Wo ist denn der Äquator hier? Kongo. Brasil. Ja. Zum Glück habe ich nochmal überlegt. Kongo ist nämlich nicht. Bin so gut. Wir sind gleich schon durch hier und die Zeit ist noch gar nicht abgelaufen. Speaking of the Ecuador, how many countries does it. Ach du Scheiße. 11. Goldene Mitte. Oh, richtig. Also die Mitte ist jetzt nicht, aber. Also schon, ja, nicht die goldene Mitte. Schon die Bühne mit. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Which is the largest state in the US? Texas. Auch gut. Nur so halb gewusst. Guck mal in which order, ne? Sag mal ja.
Countries from the largest to India is kleiner. Mexiko ist kleiner. Argentinien ist noch kleiner. Nein, Argentinien ist noch größer. Ah. Indonesien hätte ich noch gehabt. Oh mein Gott, das wäre auch mal knapp kleiner gewesen. Okay. Letzte Runde. Alright, time for the last round. Can you pinpoint the small but popular island on the map? Ach, die Osterinseln, ne? Sind die nicht hier irgendwo im Pazifik mittendrin? Dort. Ja, hier. Angaro. Es ist echt hart. Hier. Hier so ein bisschen. Na, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Ich habe das Gefühl, ich muss noch näher reinzoomen. Hatte die schon mal. Island McDonald. Nehmen wir mal die McDonald hin. Hier. Leider falsch. Okay, die waren hier. Die habe ich doch gesehen. Bangaro. Ach du Scheiße. Die habe ich doch wirklich gesehen, oder nicht? Aber schon. Mist. 20 Punkte nur. Auch mit mehr als der Hälfte gefinisht, das ist schon mal ganz gut. Continue und gehen wir zurück in Competitive und sehen uns in 3 Minuten wieder. Es geht wieder weiter und wir gehen direkt rein ins Battle Royale. Ja, eben schlecht formt, Spanien getippt und zwei Italien, wo ich so im Zwiespalt war. Aber ja, sollte nicht sein. Jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht können wir jetzt besser abschneiden. Wir legen direkt los mit hier einem Truck. Dix Ranch O'Glass. Wir den mal einholen jetzt endlich. Weg. Nein, stand doch was Wichtiges drauf. Ihr wisst mich verarschen. Ich gehe auch an dem Schild vorbei. Mann. Ich würde sagen, ich bin irgendwo in den USA. Ich weiß nicht wo. Ich tippe einfach mal Chicago. Okay, langsam muss ich guessen. Ich tippe jetzt Chicago. Und ich bin 1000 Kilometer entfernt, aber es sind auch welche hinter mir noch. So bleibe ich einfach mal. War nicht Chicago, es war Sacramento. Okay. Hat aber keiner gewusst. Ist schon mal gut. Obwohl, warte mal. Doch einer hat's, ne? Ne. Hä, wo ist denn der nächste? Gecheckt, wo der am nächsten dran war. Und wo wir jetzt hier schon wieder sind, ist wieder bodenlos. Noch wieder irgendwo in Nordeuropa. Man sieht es ja schon wieder in den Häusern. Ich hab's euch gesagt. Hier gibt's noch Milch, wenn du so Milchkannen zu kaufen. Kauiva. Ich sag einfach Finnland oder so. Diesmal ist mal Finnland. Er ist nicht. Also vielleicht ist es Finnland, aber. Ja, dieser Finnländer. Das ist wirklich ein Finne und der wohnt da bestimmt. Guck mal, hier ist sein Haus. Hier wohnt er und spielt gerade GeoGuessr. Ja, das ist einfach bei ihm zu Hause. Und es ist Finnland. Imagine, der ist jetzt wirklich genau drauf. Nee, aber er ist nah dran. Nicht schlecht, ich habe einfach irgendwo in Finnland getippt. Auch nah dran. Okay, irgendwo in Asien. Immer so schwierig, wo man dann in Asien ist.
Guck mal, wir haben sogar Rechtsverkehr. Das kann China schon wieder sein. Kann ich mal auf der richtigen Spur fahren? Wie fancy die Busse auch aussehen, ne? Das sind keine normalen, diese Stadtbusse. Also ich weiß nicht, Thailand ist auch Linksverkehr. Ich sag einfach, sieht mehr nach China irgendwie aus. Hier so Shanghai, also. Okay, ich bin Zweiter. Nur Floyd Ellenson ist noch näher dran. Und es war Taiwan. Ja, Taiwan ist auch immer verdächtig. Warum sagt ihr Thailand? Guck mal, die Schrift war auch ganz anders. Darauf muss man nämlich achten. Korea kann ich nur verstehen, aber Thailand? Thailand ist auch Linksverkehr, dachte ich. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich erstens in die falsche Richtung gegangen bin. Und zweitens. Was steht hier? Nicht hier rüber. Rojas al Abastiento Lucho. Wo soll ich denn das wissen? Die Sprache kenne ich nicht. Ist das Spanien? Diesmal mache ich hier. Okay, was? Ach nee, ich bin ultra nah. Nee, kann ja nicht sein. Es ist Spanien. 31 Kilometer näher ist er dran. Okay, ja. Stark. Bin schon wieder eine Runde weiter. Das bockt. Oh, nee, ne. Wie ist das denn? Schon wieder. Sah nach europäischen Kennzeichen aus. Gehen da rein. Oh, geht nicht. Hier vorne um die Ecke steht was. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal Ukraine, aber also ich gehe jetzt mal weiter. Alter. Nervig. Ich habe keinen Bock, mit diesem Minischritt weiterzugehen. Ja. Ich bin 8 Kilometer näher dran als einer. Dafür wird er für keinen weiteren Gas verschwenden. Und das ist Ukraine und zwar ganz links hier. Ja, easy. Richtiges Land. Ich müsste mal wieder hier Battle Royale Country machen. Ah, da kann immer so ein Trotz kommen, wie hier. Bin ich hier rüber? Perfekt. Oh, was haben wir hier? State Patrol, next ride. Steht da nicht immer dann, wo man ist? State Patrol. Donners Truck Stop. Safe. Wieder. Irgendwo in. In den USA würde ich sagen, Kanada könnte auch sein. Oh, da stand was Wichtiges vielleicht nochmal. Navy Support Complex, ja, Navy. Wo Navy ist. Ich würde aber hier so sagen. Und erster. Na gut, das haben wir auch erst. Oder haben die auch gegessen schon? Nicht mehr erster. Okay, Washington, wo war's? Um genau zu sein. Ja, keine Ahnung, um genau zu sein. Seattle. Umgebung. Oh, hier sehen wir schon wieder was. Sieht nach dem Osten aus. Ja. Bin auf einer heißen Spur.
Keine Ahnung. Steht da Stahl? Nee. Na. Also. Geile Busse. Kann ich hier so hin? Na, ich sag wieder so Ukraine. Hier vielleicht diesmal. Und ich bin Erster. Ihr seid so schlecht in dem Spiel. Oh mein Gott, er war so knapp hinter mir. Er war auch in Kiew. Er war in Moskau und er hier war komplett verloren in Griechenland. Stark. Top 3. Private Property. Ashley Barbes Church. Wenn man es jetzt noch lesen könnte. Oh, hier. Häuser. Und komm. Warum hat er den Punkt komm als Adresse? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sag London. Ja, in letzter Sekunde noch. Oh mein Gott, ist das knapp. Wir haben alle England gesagt. Und alles übereinander. Ich habe ihn in der letzten Sekunde noch überholt, der Arme. Tut mir so leid. Jetzt ist Finale. Ist die Frage, wer findet zuerst raus? Wir haben drei Guesses, eigentlich könnte man schon mal. Ja. Ich habe ja immer noch zwei. Und sieh, es ist Chile irgendwo. Es ist irgendwo in Chile. Und der hat's noch nicht. Oh mein Gott, er ist ganz knapp hinter mir. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott, geil! Ganz knapp gewonnen, er war auch in Santiago. Ich war nur glücklicherweise weiter außerhalb. Game Summary. Und damit haben wir tatsächlich noch den Win geholt. Geile Sache. Gehen zurück ins Menü. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir haben einen unglaublichen Win geholt jetzt am Ende noch. Lasst mir noch oben da lassen, Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.